Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Tag der 30 Tage Blog Challenge. Heute werden wir uns darüber klar werden, in welche Richtung dich dein Bloggen führen soll. In der Lage zu sein, deine Absicht hinter der Gründung eines Blogs zu verstehen, hilft dir, die richtigen Entscheidungen für deinen Blog zu treffen. Da wären zum Beispiel die Inhalte, für die du bekannt werden möchtest. Und die Dienstleistungen und Produkte, die du in naher Zukunft erstellen möchtest, um deine Kunden noch effektiver zu bedienen. Das Wissen um deine Gründe und dein großes Warum helfen dir auch, dich zu motivieren, an deine Arbeit zu glauben, die du veröffentlichst. Heute werden wir uns also klar darüber werden, warum dein Blog existieren und warum sich andere Leute dafür interessieren sollten. Was wir heute behandeln. Identifiziere deine Absicht, einen Blog zu starten und warum es für dein Publikum wichtig ist, dies zu wissen. Wie stellst du dir vor, deinem Publikum zu helfen und wie kannst du dich als Autorität in bestimmten Themenbereichen positionieren? Wie kannst du Erkenntnisse aus der Recherche deiner Mitbewerber und anderer Akteure in deiner Branche nutzen, um herauszufinden, was dein Publikum wirklich lesen und lernen möchte? Beginnen wir mit der Absicht, deinen Blog zu erstellen. Welchen Mehrwert willst du damit bieten? Was hoffst du zu ändern oder zu beeinflussen, indem du deinen Blog hast? Vielleicht möchtest du einen Blog starten, um deine Geschichte zu teilen, um anderen zu helfen, durch Schwierigkeiten zu gehen, mit denen du selbst gekämpft hast. Oder vielleicht bist du jemand, der Fachwissen über bestimmte Dinge hat und du fühlst dich wirklich dazu berufen, dieses mit anderen Menschen zu teilen. Was auch immer deine Gründe sind, es ist wichtig zu wissen, warum es wichtig für dich ist und warum dein Blog für andere Leute, die ihn lesen sollten, wichtig sein sollte. Das zu wissen und dieses Warum mit deinem Publikum zu teilen, ermöglicht es dir wirklich, Vertrauen und Resonanz mit ihnen aufzubauen. Wenn Leute wissen, warum du tust, was du in deinem Blog tust, wirst du viel mehr daran interessiert sein, deinen Blog als Ressource für dich selbst zu nutzen. Dein Warum wird im weiteren Verlauf dieses 30-Tage-Kurses klarer werden, aber auch während der Entwicklung deines Blogs. Also, während du an dir selbst und an der Arbeit an deinem Blog wächst, wird auch deine Intention dafür wachsen. Zweitens wollen wir, dass du darüber nachdenkst, wie du deinem Publikum helfen willst. Für welche Probleme willst du ihnen bei der Lösung helfen? Was könnten sie aktiv suchen, worauf du mit deinen Erkenntnissen und deinem Wissen antworten kannst? Wofür willst du bekannt sein, dass du darüber sprichst? Und bei welchen Themen sollen die Leute sich auf dich verlassen können? Drittens kannst du die Erkenntnisse aus der Recherche anderer Akteure in deiner Branche nutzen, um wichtige Themen herauszufinden, über das dein Publikum vielleicht hören möchte. Nun, es geht nicht darum, andere Leute zu kopieren, sondern darum, die Einsichten und Themen zu nutzen, die dir an ihren Blogbeiträgen am besten gefallen, um neue Ideen für deine eigenen Themen zu entwickeln. Wenn sie also ein ähnliches Publikum wie du haben, ist dies wirklich ein schneller Weg, um neue Ideen für eigene Themen zu bekommen, über die du schreiben möchtest. Es kann dir wirklich helfen, dich mit deinen einzigartigen Meinungen von den anderen abzuheben, besonders wenn du mit einer bestimmten Meinung nicht übereinstimmst oder vielleicht hast du noch weitere Erkenntnisse über ein Thema, das sie geteilt haben. Lies auch andere Kommentare, die ihre Leser schreiben. Es gibt so viele Hinweise darauf, was die Leute sonst noch lernen wollen oder was für sie wertvoll gewesen wäre, welches dir alles hilft, deine eigenen Konversationen in deinen Blogposts zu führen. Recherchiere andere Mitspieler in deiner Branche, die du wirklich bewunderst oder liest, um eine Vorstellung von anderen Blogs in deiner Nische zu erhalten. Wenn du noch niemanden kennst, frage dein Netzwerk in deiner Community. Also sagen wir, du bist jemand, der über gesunde Ernährung für Frauen bloggen will. Du kannst zum Beispiel auf Facebook gehen und einfach eine Anfrage posten und dabei etwas sagen wie: Kennt jemand Blogs oder Websites über gesunde Ernährung für Frauen? Bitte verratet mir, was eure Lieblingsblogs sind. Heute haben wir darüber gesprochen, warum es wichtig ist, eine Intention für deinen Blog zu haben, wenn du anfängst, auch wenn sich diese im Laufe der Zeit ändert. Einen Fokus zu haben und darüber nachzudenken, wie du andere Menschen durch deinen Blog helfen möchtest, wird dich deutlich schneller voranbringen. Das war's für heute. Jetzt mach die heutige Challenge und wir sehen uns morgen wieder.